sucht nach einem Pendulum-Deck in Yu-Gi-Oh! Master Duel, was richtig gut ist, Going Second und One-Card-Combos hat, dann bist du hier genau richtig. Willkommen zu meinem Magispecter Deck-Profile. Das ist auch schon das gute Stück, das Deck-Profil. Ich werde jetzt nicht auf jede einzelne Karte eingehen, aber erstmal im Groben erklären, was das Deck tut. Dann zeige ich dir so eine anderthalb Karten-Combo, was so die Basis-Combo ist von dem Deck, was du immer probierst zu machen, und gehe dann am Ende nochmal so auf ein paar Einzelheiten in dem Deck ein. Was kann man rumswitchen? Was gibt es noch für Optionen? Magispecter ist eigentlich ein älteres Archetype, und zwar bestehend aus Pendulum-Monstern, die alle einen Effekt teilen, und zwar sie können weder getargetet werden, noch durch Karteneffekte zerstört werden. Das ist so der Part, wo ich sage, diese Karten sind richtig gut going second. Das heißt, viele von den Interruptions, die dein Gegner aufbauen wird, sind gegen die Magispecter komplett nutzlos. Außerdem sind Magispecter eigentlich ein ganz gutes Einsteigerdeck für Leute, die sich mit der Pendelmechanik vertraut machen wollen, weil die Magispecter-Monster haben alle keinen Pendel-Effekt. Das heißt, du hast nur die Hälfte zu lesen. Und je nach Magispecter-Monster gibt es dann halt noch einen anderen Effekt. Bumbuku search zum Beispiel einen Magispecter-Monster. Es gibt welche, die suchen dann eine Falle, welche, die suchen einen Zauber, welche, die setzen eine Falle oder Zauber und so weiter und so fort. Das sind auf jeden Fall die alten Magispecter-Karten, und weswegen das Deck jetzt richtig gut geworden ist: es gibt 4 primär neue Support-Karten für das Deck und eine Karte, die von der Banlist runtergekommen ist. Magispenst Niue ist absolut insane. Das in Kombination mit dem neuen Monster, Magispenst Stachelschwein Yamarashi, sorgt dafür, dass du bei Magispenst einfach One-Card-Kombos machst. Ich werde da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, sondern das seht ihr alles gleich in der Combo. Außerdem ist von der Bannliste runter Magispenst Einhorn Kirin, was einmal pro Spielzug ein gegnerisches Monster auf die Hand zurückbouncen kann, was ganz cool ist. Und wir haben hier ein neues Monster im Extra-Deck, Magispenst Draco Ryu. Die Karte sagt, ich kann ein Monster, ein Windhexer Level 6 oder niedriger, und tja, Kirin ist ein Windhexer Level 6, von meinem Deck specialen, wenn ich ein Monster bei mir auf dem Spielfeld opfere. Und das sind halt die Interruptions, die wir dann aufbauen wollen. Also wir sind Going Second gut gegen Interruptions, aber wir bauen Going First mit unseren Kombos auch Interruptions auf, in Form von unseren Zauber und Fallen, die wir in unsere Backrow setten, die dann immer als Kosten ein Windhexer opfern müssen, und das sind alle unsere Magispenst Monster, und so stören wir unseren Gegner am Spielen. Und damit gehen wir jetzt erstmal rein in die Combo, damit du siehst, wie sich das Deck überhaupt spielt. Für die Base Combo von dem neuen Magispecter Deck brauchst du eigentlich nur ein Magispenst Waschbär Bumbuku plus eine Karte, die du abschmeißen kannst. Es gibt noch andere Wege, wie du auf die Basis-Kombo kannst. Das werde ich dir jetzt gleich alles erklären. Also, wir Normal Summon Bumbuku und aktivieren seinen Effekt zum Suchen einer Magispenst Monsterkarte. Und da nehmen wir den neuen Magispenst Stachelschwein. Den Stachelschwein können wir auch aktivieren und ihn specialen. Der hat noch einen weiteren Effekt. Der könnte mir dann einen Magispenst Spell aus meinem Friedhof setten. Haben wir noch nicht. So. Jetzt gehen wir rein in das neue Link 2. Zack. Magispenst Orthos Niue. Und der sagt jetzt, dass ich 2 Magispenst Monster, die ich in meinem Extra-Deck habe, also die, die ich jetzt gerade beschworen habe und für ihn verwendet habe natürlich, auf meine Hand zurücknehme und dann ins Extra-Deck 2 andere Magispenst Monster tun werde. Das ist hier an der Stelle auch relativ wichtig, welche wir wählen. Und zwar nehmen wir hier Majesty Pegasus. Deswegen anderthalb Karten-Kombo. Du brauchst eine Karte zum Abschmeißen für Majesty Pegasus. Sie sucht irgendeinen Field-Spell und ich muss dann eine Handkarte abschmeißen. Falls du keine Handkarte zum Abschmeißen hast, nimm irgendeinen anderen Magispenst-Monster, der dir eine Magispenst-Karte searcht. Wir wählen jetzt auf jeden Fall die Drachobezwingerin plus den Yata. Der sucht mir eine Zauberkarte, wichtig für die Kombo. Die sind jetzt im Extra-Deck und dann scalen wir die, die wir jetzt auch hier schon gesammelt und benutzt haben für Nui. Pendel beschwören die beiden. Ich werde jetzt nichts weiter. Man könnte noch krasser dann Kombos machen, aber ich zeige euch jetzt wirklich nur die Basis-Kombo mit der einen einzigen Karte, die wir gestartet haben: Bumbuku. Chainlink 1, Magispenst Pegasus und die Krähe Chainlink 2. So, die Krähe sucht uns jetzt den neuen Spell von Magispenst, und zwar die hier: Magispenst Wind. Die ist mega geil. Ich kann die Karte aktivieren, um dann ein Magispenst-Monster von meiner Hand oder meinem Friedhof zu specialen. Oder ich kann einen Windhexer opfern und special dann ein Magispenst-Monster von meinem Deck.
Das heißt, wir nehmen die. Plus aktivieren ihren Effekt und holen uns dann an der Stelle ein Floodgate-Spell. Ich werde darauf nochmal im Deck-Profile eingehen, was wir für Optionen haben, hier Tal der Toten, das ist eine Ultra-Rare, vielleicht zu ersetzen. Also nehmen wir den Field-Spell auf unsere Hand und schmeißen irgendeine x-beliebige Karte ab, die wir nicht brauchen. So, nehmen wir jetzt die, ist egal. Machen wir jetzt das letzte Piece. Also ihr habt den neuen Stachelschwein gesehen, ihr habt das Link-Monster gesehen, ihr habt hier den Spell, den werdet ihr gleich sehen. Und wir machen jetzt die vierte neue Karte, und zwar das Xyz-Monster. Das specialen wir hier mal in Defense, locker flockig. Macht jetzt erstmal nichts. Erst wenn wir die Karte hier aktivieren und dann ein Monster tributen. Wir nehmen das Link-Monster. Man darf auch keine anderen Monster vom Extra-Deck specialen, außer Magispenst-Monster, nachdem du die Karte aktiviert hast. Das heißt, es ist gut, wenn du die wegtributest. Du kannst aus der nicht wirklich was machen. Es gibt auch keinen Magispenst Link 3 oder irgendwie so, wo du hochclimben könntest. Wäre natürlich noch cool, wenn sowas in Zukunft käme. Ansonsten bist du hier relativ gelockt halt. Deswegen tributen wir den jetzt weg und Special Summon ein Magispenst Monster aus unserem Deck. Hier werden wir ein Monster wählen, und zwar Ogama. Die Karte setzt mir eine Magispenst Spell Trap direkt aus unserem Deck. Weil jetzt was getributed wurde, darf ich das Xyz Monster aktivieren. Das habe ich im Deckprofil kurz angeschnitten. Wählen wir aus, soll er machen. Dafür müssen wir ein Material abhängen. Und natürlich, weil unser Magispenst Ogama gespecialt wurde, darf ich jetzt eine Spelltrap setten. Hier kannst du dich dann für eine von den unzähligen Magispenst Interruptions entscheiden, die es halt gibt. Also es gibt zum Beispiel zwei Fallen. Die eine Karte sagt, ich tribute einen Windhexer und verbanne dann ein gegnerisches Monster. Magispenst Gewitter ist ein Countertrap. Die tributet mir ein Monster bei mir und dann negate ich eine Aktivierung von einem Effekt oder von einem Special Summon. Oder ich kann hier auch einfach Zyklon holen und das zerstört einfach eine gegnerische Monsterkarte. Ich nehme jetzt einfach mal die Trap, die Banished. Und dann Ryu specialt mir ein Magispenst vom oder ein Windhexer Level 6 oder lower von meinem Deck. Da gibt es kein besseres Target als den neu entbannten Magispenst Einhorn Kirin. Den specialen wir. Genau, und der bounced mir eine Karte bei mir und eine Karte beim Gegner auf die Hand zurück. Zusätzlich haben wir dann hier durch Pegasus ja eine Floodgate-Karte geholt. Das heißt, GG an Snake Eye auf jeden Fall schon mal direkt verloren. Wir brauchen das Graveyard nicht wirklich. Und ja, deswegen haben wir hier auch an der Stelle schon gewonnen. Das sind dann einmal die Interruptions mit unserem Tornado. Tributed die Kröte und banished eine gegnerische Karte. Dann triggert wieder unser Drache Ryu und specialt mir dann Follow-Up. Also wir specialen dann Bumbuku aus dem Deck. Und das darf dann wieder searchen. Also ich zeige das hier einmal. Wir aktivieren den Bre, tributen das, verbannen ihn. Und das triggert Ryu. Wir schmeißen wieder eine ab. Und specialen hier Bumbuku auf unser Feld. Das aktiviert Bumbuku. Wir searchen hier wahrscheinlich den Stachelschwein. Vielleicht hast du auch eine andere Hand und willst was anderes searchen. Ja, den könnte ich als Quick Effect sogar specialen. Das konfliktet hier leider mit unserem Floodgate, aber ich glaube, an der Stelle ist es einfach wichtiger, dass wir den Gegner interrupten. Und ganz wichtig, mit Kirin könnten wir hier an der Stelle natürlich unserem Bumbuku auf die Hand zurückbouncen. Und den können wir dann in unserem Spielzug Normes haben, um wieder was zu searchen. Außerdem seht ihr hier die Super Poly. Das ist so, wo ich denke, Magispecter ist wirklich richtig gut im Going Second Segment. Aber da reden wir jetzt drüber in dem Deck Profile, wo ich ein bisschen spezifischer auf die einzelnen Kartenentscheidungen in dem Deck eingehe. Du kannst Magispecter in viele verschiedene Wege bauen tatsächlich, weil hier so ein paar generische Eckpunkte sind, die man halt verändern kann. Was meine ich damit? Du wirst Menschen sehen, die eine größere Draco Slayer Package spielen, statt nur hier diesen einen Kraftladung und die drei Majesty Pegasus, und dann gibt es noch ein paar Draco Slayer im Extra Deck. Aber ich finde, das spielt halt in diese Schwäche von Magispecter noch mehr rein, und das wollen wir nicht. Also die Stärke von Magispecter, es ist consistent und es hat gutes Grind-Game, Control-Game,
Aber die Schwäche von Marcus Spector ist auf jeden Fall Max C. und Nibiru, weswegen ich leider sagen muss, Marcus Spector ist zwar ein cooles Deck, hat aber nicht die nötige Durchschlagskraft in dem Master-Duel-Meta, um da sich zu behaupten. Da finde ich ein Sarg-Deck viel besser. Im Sarg-Deck kann ich Tormagier einfach specialen und der sucht mir die Falle und das sind dann halt zwei Interruptions plus alle möglichen Handtrap. In dem Deck, wenn ich Maxed werde, da fällt es mir schwer, mit wenig Special Summons einfach zu passen. Deswegen denke ich, sollten wir viel mehr in die Going-Second-Strategie bei Marcus Spector reinspielen. Die Super-Polis sind eine Tip-Top-Option. Du könntest noch ein paar vielleicht Handtraps oder hier Talent der drei Taktiken oder irgendwie sowas cutten, um zum Beispiel noch evenly matched in dem Deck zu spielen. Das hatte ich im Ranked und in den Rooms mit meinen Viewern getestet. Evenly Matched kommt in diesem Deck auch mega sexy. Also ja, die Going Second Variante auf jeden Fall präferiere ich bei Magus Benz mega, mega. Ich hatte in der Combo ja auch erzählt, hier, Tal der Toten, können wir theoretisch, wenn du keine Ultra Rare craften willst, raustun für Geheimes Dorf der Hexer. Ist eine Super Rare und eine genauso starke Floodgate-Karte, die du mit Pegasus suchen kannst. Geheimes Dorf der Hexer sagt, solange ich einen Hexer kontrolliere, und das tun wir komplett, also wir spielen fast ausschließlich Hexer im Main Deck und ja, im Extra Deck haben wir dann eh immer hier unsere Drachen Ryu auf jeden Fall auf dem Board und einen Kirin auf dem Board. Das heißt, wir haben immer Hexer und dann darf mein Gegner keine Spells aktivieren. Im Extra Deck haben wir auch noch ein, zwei Optionen hier. Baguska ist natürlich immer dabei, falls wir gestoppt werden oder interrupted werden. Dann können wir immer noch zwei Level 4 Monster overlayen und dann, ja, unendlich viele Negates erzeugen. Ich habe hier eine Artemis drin. Das ist, um aus einem Magus Benz Monster halt einen Link Monster zu generieren, um dann die SP Little Knight ultra effektiv zu machen. Das ist ganz cool in dem Deck. Außerdem spielen wir natürlich die Super Polymerisationstargets und ich finde hier ganz cool, wir spielen Talent der drei Taktiken und Topf des Wohlstandes, weil das Extra-Deck brauchst du in dem Deck in der Regel nicht. Also eine Goddess summonst du selten, über den Pendel machst du nur, wenn du Access Code Line suchst, du kannst eine Ryu banishen, du kannst einen Typhoon banishen, du kannst deine Super Poly-Targets banishen, die du nicht brauchst. Ja, also du aktivierst Topf des Wohlstandes, suchst explizit nach Super Poly und du weißt natürlich schon, welches der drei Targets du machen möchtest. Also kannst du die anderen auf jeden Fall verbannen. Beyond the Pendulum, SP Little Knight, wenn es nicht aufkommt, kann man auf jeden Fall verbannen. Also hier mit Topf des Wohlstands kann man immer mal gerne 6 Karten verbannen, um nach Super Poly zu suchen. Oder Talent der drei Taktiken oder einen der Combo-Starter. Auf jeden Fall ist hier Magus Benz Bumbuku mega geil, weil du kommst richtig gut in die One-Card-Combo rein. Du kannst immer zum Beispiel ein Magus Benz Monster Normal summonen plus Pegasus der Majestät, opferst dein Magus Benz, holst Waschbär, Waschbär holt den Stachelschwein. Oder die neue Spell ist halt insane, weil du opferst einen Magus Spectre und specialst dir einen vom Deck. Das heißt, jedes Magus Benz Monster plus der neue Spell bedeutet auch für dich Full Combo. Oder wenn du zum Beispiel Pegasus startest, Majestät Pegasus auf deiner Starthand ist auch Full Combo. Du aktivierst Majestät Pegasus in der Scale, packst irgendeinen anderen Majestät Pegasus in die Scale, irgendein anderes Magus Benz Monster, aktivierst Pegasus ihren Scale-Effekt. Dort kann sie einen Draco Slayer suchen. Das ist dann hier die Kraftladung. Sie kann auch sich selber searchen, aber du suchst dann die Kraftladung, dann zerstörst du die andere Scale, die du hast, packst Kraftladung in die Scale, aktivierst Kraftladungseffekt, um Pegasus zu specialen und Pegasus aktiviert dann den Effekt, um ein Field Spell zu searchen und dann suchst du halt Pegasus der Majestät, aktivierst das, opferst die Pegasus, specialst Bumbuku aus dem Deck und landest dann, kannst dann dir den Stachelschwein searchen und kommst dann auch auf das neue Link 2. Und der braucht halt zwei Panel-Monster, darunter ein Magus Benz Monster. Deswegen, das Deck ist übelst consistent, aber wie gesagt, hat halt zwei große Schwächen. Also du kriegst dadurch, dass der hier dich in Magus Benz Monster reinlockt, kannst du nicht wirklich eine Upper Loser bauen. Also unter Umständen geht es, wenn du zum Beispiel, also hier auch eine andere
Deckart, wie du das Deck nochmal verändern kannst, weil du einige Special Summons in deinem Deck hast, einige Wege, wie du auf 2-3 Pendelmonster raufkommst. Könnte man auch vorstellen, sag ich mal, Electromite mit einem Astrograph hier zu spielen, um dann in die Kombos, die ihr aus meinem Sarg-Deck-Profile kennt. Also wenn ihr ein anderes Pendulum-Deck sucht, was auch ein bisschen stärker in Master Duel ist, dann könnt ihr das auf jeden Fall auschecken. Aber hier mit Electromite und Astrograph kommt man auf Appaloosa vor dem Pendulum Summon. Ist auch eine Möglichkeit hier, das Deck so schon mal zu verändern. Das war mein Magispenst-Deck-Profile. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir auf jeden Fall deine Meinung in den Kommentaren da. Wirst du spielen? Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Tüdelü.